Jetzt sind sie darüber. Es ist hübsch hier. Das muss man schon sagen. Er verneigt sich vor dir. Was soll ich mal mitkommen und mir helfen? Ich hab dich besiegt, du bist jetzt mein Dude. In dem Levelbereich kannst du Rachita Hochland Auto-Level bis 43 machen. Eins flauschig Dave. Das sieht aus wie dein... Oh Gott, Level? Ich sag, ich bin 10 Level drunter. Das sieht aus wie dein Nexus aus Demon's Souls. Oh Gott. Ja, ich glaube, ich bin unterlevelt. Ah. Wildern ist halt einfach geil. So. Moment, da drüben ging es gar nicht runter. Oh, Tatsache. Okay. Ja, ich werde dann... Wir werden es heute erstmal weiterspielen. Und ich werde dann offstream mich irgendwo einfach mit Auto-Battle hochleveln. So 5 bis 10 Level. Es hilft ja nichts. Ja, die hauen schon arg rein. Ja. Halt, was? Wie, wo? Avio-Torsteuerung. Falsche Apparatur, die immer noch intakt zu schalten scheint. Berühren. Moment. Oh Gott. Ja. Blöde fliegende Gegner. Jetzt schon keinen Bock. Aber die gehen. Guck mal. Ist er doch niedriger im Level. Okay. Los, wildern, wildern, wildern. Danke. So. Kann ich nicht zwei Teams haben auf Knopfdruck, die ich wechseln, hin und her wechseln? Sehr gut, schön. Oh nein, da kommt direkt der dritte hoch. Ja, genau deswegen. Beide! Lauf! Oh mein Gott. Können wir den einen bitte erstmal töten? Hallo? Das sackt halt manchmal einfach so dermaßen. Hör auf zu heilen, hau drauf, töte den doch jetzt. Ich stehe einfach nur da und guckt. Ich stehe einfach nur da und guckt. Was ist das? Ja, es ist... Möchtest du heilen? Gut, wollen wir jetzt bitte töten? Nein, Analyse recasten. Oh Gott. Gegenteil von OP, ja. Ich habe wirklich extrem hart unterlevelt. Oh boy. Wollen wir vielleicht heute erstmal ein anderes Gebiet angucken? Mal gegen zwei geht's ja. Der dritte gerade eben war. So eine böse Hack. Werde ich geheilt bitte mal? Danke. Oh Gott. Nee, das läuft nicht. Oh, dann kriegen wir noch Loot. Ach, das ist wieder so ein Tor dann, ne? Ah, was sagst du? Eine magische Barriere blockiert den Weg. Es muss eine Möglichkeit geben. Ah, okay. Vielleicht ist da oben wieder so eine Steuerung. Oder da unten. Komm, da gehen wir jetzt noch hin. Drei von euch, was ist das? Was ist das für ein blauer Kristall da rechts? Ach, tötet die erstmal. Über 2 Stunden mit Song Request. Toll, dass sie die 10 Level gut aufholen können. Du willst doch nur, dass ich Song Request anmache. Ja, ja.
Ist nicht eingerichtet, der Bot momentan. Ich muss ja doch den Streamrechner neu installieren. Ich habe dafür einen eigenen Bot für Song Request. Habt das alle? Gut. Oh Gott, was war das? Nee. Regener, ne? So. Ich weiß von einem Freund, ja. Guck doch das vorige Gebiet nochmal an. Vielleicht levelst du da mal. Ich hasse Leveln. Song Request? My body is ready. Ich hab mir wieder für Song Request Playlist angelegt. Ein Äther. Oh, okay. So, kommt. Haut eure Star Wars Vergleiche raus. Ist das nicht dieser komische Senat aus Star Wars? Wo sie alle hocken? Ha? Wie? Von oben, hä? Da komm ich doch gerade her. Ja, bald hier aufgestiegen. Immerhin einer levelt. Du spielst Final Fantasy ganz ohne Level, kommst du hier nicht raus. Ihr Gesicht sieht aus wie das Senat aus Star Wars. Also groß. Mächtig. Danke. So, hallo. Und hi, Alter. Tja, okay. Dann wie Palpatine. Ich habe keine Ahnung, was ein Palpatine ist. Ich habe den Namen schon mal gehört. Punkt. Ich bin nicht nach Star Wars gekommen. Die haben Lichtschwerter. Das weiß ich. Ja, genau. Und dann den Imperator. Den gibt's auch. Der ist der Böse. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob der wirklich böse ist. Waren die Dinger vorher schon da? Ha. Jetzt höre ich so mit High-Ather. Das ist Palpatine. Achso. So heißt der. Ich dachte, das wäre ein Ort. Hm. Das ist ja, ich habe einfach gar keine Ahnung von Star Wars. Also wirklich null. Ich kenne hier noch den X-Wing, den TIE Fighter, Luke Skywalker, Darth Vader, Anakin, Yoda, Chewbacca, den Millennium Falcon kenne ich, den Todesstern. Und dann wird's jetzt auch schon langsam eng. Okay, erinnern wir uns einfach, dass es in diesem Gebiet eigentlich weitergeht. Wir gehen jetzt in optionale Gebiete, habe ich gerade beschlossen. Wir haben da noch diese Grotte. So, schick mich wieder zurück. Die sollten wir doch mittlerweile auf jeden Fall, das Höhlensystem in der Nähe von Rabanaste, meine ich, das sollten wir doch mittlerweile auf jeden Fall schaffen. Oh, die Weltkarte aber nochmal ganz kurz. Da, die Zertian-Grotten. Und ich würde gerne über die Osmone-Ebene rein. Genau, ist hier? Da müsste man so weit laufen, ne? Warte, hier. Gareth, Sorgot-Ufer. Gareth Sorgot Ufer. Ha? What? Ach, das ist Jahava. Muss ich nach Jahava? Sonst habe ich mir genau das eine Wort nicht gemerkt, das ich gebraucht hätte. Ist es das? Ja, das ist genau das Wort, das ich mir nicht gemerkt habe. Ah, wäre es nicht putzig, einen asiatischen Imbiss mit Space-Optik zu eröffnen und den TIE Fighter zu... Oh Gott. So, und da es trotzdem nach hinten losgehen kann, die Idee... Der TIE Fighter.
Ist ein witziger Gedanke, auf jeden Fall, ja. Gehe ich mit. Oh, asiatisches Essen hatte ich schon echt lang nicht mehr. Ich vermisse es, die Straße runter von einem Asia-Imbiss zu wohnen. Was, wie oft ich mir da was geholt habe, einfach. Vor allem, einfach mal so eine Nudelbox für damals noch 2,50 Euro. Und die war vollgestopft. Oder die Reisbox mit Ente für 4 Euro. Alter, war die geil. Und dann auch dann die größeren Teller waren natürlich auch super in dem Laden. So. Da kann Elementar kommen. So, was seid ihr im Level? 37, das ist mein Level. Als wir das letzte Mal hier waren, waren wir so ein paar 20, deswegen. Hm. Oh. Du kannst teleporten. Warum greifst du nicht jetzt den an, der vor dir steht? Der schon Schaden hat? Du bist doch darauf eingestellt, den mit den niedrigsten HP anzugreifen. Was ist hier los? Ja, ihr seid in die Falle gelaufen. Ihr seid alles bekloppt. So. Wir haben so ein Kino-Restaurant, das ist alles so günstig. Fast alles 5 Euro weniger. 5 Euro oder weniger. Okay, das ist cool. Ja, sowas vermisse ich. Welchen denn da hinten? Mein Gott. Was? Mein lieber Sushi-Mann ist in Ruhestand gegangen und niemand hat den Laden übernommen. Ich habe nie wieder so gutes Sushi bekommen. Tja. Mein super Sushi-Lieferant damals in Augsburg hat einfach irgendwann gesagt, ne, wir liefern einfach nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Da habe ich auch sehr traurig. Ja, lauf durch. Kein Bock, ja, auszuweichen. So. Übrigens, hier. Diese Grotte. Wir haben schon verschiedene andere Eingänge mal erkundet jemals. Wir erkunden jetzt einfach die. Vielleicht ist ja hier ein Boss. Ein guter drin. Ich habe actually keine Ahnung mehr, wo S-Bahn sind. Und wo nicht. Eine weiß ich. Die habe ich ja letztes Mal schon erklärt. Als wir in dem Dorf waren, da im Gebirge. Dass man da die Wasserschreine 3 aktivieren muss, damit dann optionale Wege aufgehen. Und man dadurch zu der einen hoch kann. Das ist, glaube ich, die stärkste optionale. Bin mir aber nicht sicher. Ist da bitte Hast? Ein Schlitzer. Hm. Ja, wir müssen noch einmal an den Anfang zurückgehen. Oh, ist ja auch Loot. Da passt keine billigen Imbisse mehr, ja. Ne, Falle. Man hatte damals halt so Läden, wo man auch mal für wenig Geld die Fresse vollstopfen konnte. Weil einmal nicht nach Qualität, sondern nach Menge war. Das waren bessere Zeiten damals. Würde ich sogar mitnehmen. Hast du Glück. So gerne hast. Ist ja wirklich nix. Einfach eine Sackgasse. Nicht mal ein Loot. Ist ja frech. Das ist ja frech. Na gut, dann gehen wir halt. So. Aber hier ist was. Oh. Eine Zirkonschildkröte. 37. Naja. Geht für die Serie jetzt kaputt, ist schade drum, aber. Eine Erzplatte. Lammenzunge. Heil mal alle. Ah, geiler Spell. Die du gerade beschrieben hast, braucht man ungefähr Level 45 für. Gibt eine Mid-TS, weil da brauchst du unter 55 nicht hingehen. Ich weiß es nicht mehr, es ist halt 13 Jahre her, dass ich das Spiel gespielt habe. Das ist ein Wunder, dass ich es überhaupt noch weiß, dass da eine ist. Die ganzen Optionen müssen wir dann eh googeln.
Ach, sie sind alle vergiftet. Level ist noch gleich geblieben. Ich glaube, das mit dem Level ist so eine Sache bei dir. Da du oft wildest, bekommst du überhaupt XP. Wildern gibt doch XP, oder? Ich gehe halt sehr viel auf Loot grundsätzlich. Habe das vor 5 Stunden durchgespielt. Oh, sehr schön. Zum ersten Mal dann, oder? Hast du das Original dann auch schon gespielt? Wie gesagt, ich habe halt auf der PS2 das Original damals schon gespielt. Und das war, wie mir gesagt, waren bessere Zeiten, als man noch ein anständiges Brett hatte. Muss ich da echt mal aufpassen. Ob wenn gewildert wird, ob man da wirklich keine XP bekommt, weil dann ist der Wildern doof. Das war jetzt nicht gewildert, verdammt. Das war auch nicht gewildert. Dammit. Mann, jetzt wo ich aufpassen will, passiert es nicht mehr. 21 Kill. Wow. Dieser unerwartete Reichtum. Ich hatte letztes Mal Algensalat als Vorspeise. Gebratener Reis mit Hühnchen, scharfes Hähnchen und gemüsescharfe Soße, Teigtaschen gefüllt. Und das 20 Euro. Wildern? Können wir bitte wildern? Ist sogar das Wildern nicht hin? Hier gibt tatsächlich keine XP. Das ist ja ungünstig. Wahrlich. Das ist mir nie aufgefallen. Warum? Tja. Also looten oder leveln? Kein looten und leveln. Ich habe mich gefühlt wie ein König, glaube ich dir. Oh. Zerte Karte. Das Original auch bis zu einem gewissen Punkt. War ich aber erst 15 oder so. Oh. Oh Gott. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ein Sandsturm. Das ist aber schön. So eine Esper? Ich glaube, es ist einfach nur ein Boss. Let's go. Ihr wisst natürlich, was hier ist, ne? Oh, du könntest eine Esper sein. Du bist eine der Optionalen. Ja, die wird mich jetzt einfach zerreißen, ne? Das ist nicht die Esper. Okay, erstmal Ads töten. Halt, stopp. 8-9. Du machst aber viel Schaden für einen 38er. Oh, da ist die Esper. Sehr lass. Geht das schon wieder los. Weißt du was? Ich hab die Schnauze voll. Ich bin doch schon ein Bandsplitter hier. Auf Adramelch. Ja, kein Bock. Bandsplitter, willst du den mal werfen jetzt? Liegt. Hm. Da kommen sehr viele Ads. Wollen wir die Ads bitte erstmal loswerden? Oh! Ja, das schaffen wir nicht, den Kampf. Ich bin für alles anscheinend unterlevelt. Ich muss eine Pinkelpause machen, aber es wird lustig. Sturzschlapp. Da wird ein Medica. Nein. Gemacht kann ich nichts machen, ne? Da wird ein Bann auch Zauber auch für alle, ne? Oh, das Vieh ist halb tot, actually. Alles in Rot wird.
Ja. Could you please? Irgendjemand, der einfach gerade nicht beschäftigt ist? Friend. Wasch, setzt gerade Ewigler ein. Überlebe, überlebe, überlebe. So, Basch. Basch, Basch, Basch. Basch, Basch. Könntest du bitte. Können wir den einen töten, bitte schnell? Was ist denn los? Jetzt komme ich wegen den Ätzen nicht vorwärts. Kann das sein? Sehe ich das gerade richtig? Ich hab nichts gegen Gemach. Das ist mein Hauptproblem gerade, toll. Jetzt mache ich mir jetzt noch Pfannkuchen als Dessert. Ey, die Ätzen einfach nur das Problem gerade. Wir kriegen nicht mal diesen einen Tod, der einfach noch ein HP hat. Hau jetzt einfach drauf, damit schon mal einer weg ist. Danke. Holy shit. Ja, wir haben auch nichts gegen. Warte mal, Schlaf ist hier gerade ein Problem, ne? Ach, ihr Nervbolzen. Pferde, Schlaf, Schlaf, Schlaf. Ja, Schlaf. Ich haben wir ja nichts. Da doch hier. Nein. Medica. Machen wir einfach Medica. So, hier aktiv. Ich selbst. Weiß ich nicht, was das werden sollte. Oh, geht mir das gerade auf die Nerven. Oh, dass ich noch nicht alles hab hier. Ich muss das eben alles komplett neu bauen. Das ist einfach nur mehr geworden im Laufe des Spiels. Die ganze Liste. Immer so, ach ja, das hätte man noch ganz gerne. Oh, das könnte man jetzt brauchen. Eben sowas wie jetzt. Genauso in der Situation. So, oh, wir haben jetzt gerade irgendwas, wofür wir noch kein Gambit gebaut haben. Lass einfach schnell alle zuklatschen damit. Hauptsache, das ist jetzt für diesen einen Kampf. Ja. Actually, wer Wallum hier gehört? Gut, ich habe mich aufgepasst, was er einsetzt. Deswegen sieht das alles so furchtbar konfus aus, die Gambits. Ja, für was man? Ich habe nichts gegen gemacht. Der von seine Ausreden für seine Faulheit. Ja. Und? Da. Muss ich das jetzt erstmal nicht. Basch tötet jetzt erstmal einfach nur. Töte den. Oh, da kommt einfach schon wieder der nächste Ad. Ist gleich aus, ey. Und Basch. Achso, du schläfst immer noch. Ich kann nichts drücken gerade. Nichts. Mit eurem Gemach hier gerade. Oh mein Gott. Alter, fuck off. Es passiert einfach nichts. Er ist instant wieder tot. Konnte mich noch keinen Meter bewegen. Ist es schneller? Nimm einfach die X-Portion. So, zack. Die sind ja gar nichts.
Holy shit, heilt die nicht. Los, schnell. Heil, heil, heil alle, denn du stirbst einfach. Du machst einfach nichts. Warum setzen denn jetzt beide Engel ein gerade? Heile, heile. Ich mag nicht mehr. Ich bin schon wieder nur am Hin- und Her-Tauschen. Guck mal. Mach nur. Was ist denn das gerade hier? I mean, Ruhe. Oh Gott. Auf die Hälfte wieder. Wir sind auf die Hälfte von dem, seinen HP runtergekommen, ohne es überhaupt zu schnallen, was hier passiert. Und dann passiert wieder gar nichts, weil nur noch heal, 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 heal. Wasch geht zu Boden, deine Mama geht zu Boden, ey. So, einfach nur Fran. Und ich möchte jetzt das Gebiet einfach nur verlassen gerade. Ah, ich finde das ja. Achso, aber keine Mitglieder ausgewählt sind. Ich verwundere mich gerade, warum sie nicht heilt. Drachen. Oh, ja, ja, cast irgendwas. So. Egal. So. Alle roter Name. Genau, macht Protes auf alle. Auch. Ach, egal. So. Ein Scheißkampf. Den kriegen wir doch. Ja. Na ja, Protes. Fertig. So. Wirklich, Brot ist uns gerade wichtiger für dich? Nee. Reicht das? Naja. Gut. Hör doch auf, du machst doch nichts mehr, Mädel. So fliegende Gegner. Let's go. Wir gehen da jetzt wieder rein. Wir machen den. Danke fürs Gesundheit. Können wir einfach nur den angreifen? Und die Ads ignorieren. Ich sehe halt wieder nicht. Kamera, Kamera. Ich. Es ist halt einfach schon wieder nur Geheile hier. Das ist so doof. Tötend! Warum? Level 37 und ich krieg die Ads nicht mal down. Are you kidding? Das ist der Falsche. Mach den tot. Ich muss aber gezielt wirklich gegen Ads gehen. Weil hier nichts klappt. So. Gut. Guck mal. Zack, zack. Shitton of Damage. Ach mein Gott, hör doch auf jetzt. Der spammt einfach nur Ads, die Sau. Ich bin schon Bonus-Loot für die Ads. So viel haben wir getötet. Wirklich. Stirbst du? Da kommen noch mehr!
Why? So, kommen die einfach immer wieder, sobald alle down sind? Achso. Ich hab gesagt, worum nichts geht. Schlechtes Timing. Wir könnten Wipe werden für die drei. Nö, geht. Oh. Sturz, ja, ja. Mach mal, wir gehen auf dich selbst, das ist blöd. Das gibt's doch nicht. Es werden halt einfach immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Tot, tot, tot. Und er dreht durch, sobald er auf der Hälfte ist. Sehe ich das richtig? Dass wir schon wieder den Scheiß haben? Mit, er boostet sich? Ja, ja, er boostet sich. Vergiss es. Und auch die anderen? Why? Er ist aber normal geschrieben. Er ist nicht über mir im Level. Dort. Ja, ja, ja. Ich, bis ich die Kamera hingedreht habe auf dem Charakter, ist der Charakter tot. Oh, geht mir das auf den Sack. Ich will keine S-Bahn verwenden. Ich mag auch diese ganzen anderen Techniken nicht verwenden. Die habe ich damals auch nicht verwendet. Und habe das komplette Spiel durchgespielt und alle S-Bahn gemacht. Und ich war echt nicht hoch im Level. Das ist ja der Gag. Ich war zum Schluss vielleicht Mitte 50, wenn überhaupt im Level. Und es geht hier einfach nicht mehr, weil du nicht das volle Brett hast. Das ist doch absolut lächerlich. Deswegen finde ich die Version einfach echt schlechter. Ja, darf ich bitte irgendwas machen? Nee. Plop, plop. Hör auf, irgendwas zu tun. Lauf! Ich halte die Taste für Flucht gedrückt. Lauf! Oh. Ja, schön. Hier ist ein Boss und da sind Level 66 Gegner. Was? Oh. Hier, auf der Flucht. Hör auf, deine Waffe wegzustecken. Lauf, 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 lauf. Egal, lauf hier hin. Wir wissen, ob da noch was ist. Ja, da ist was. Nein, nicht treffen lassen. Damit ich jetzt kein Nein von Dave gehört habe, mache ich jetzt Pancakes. Ja. Pfannkuchen gehen immer.